Hallo Leute, Matthew hier und wir spielen weiter Diogo 1, Kapitel 2. Nachdem wir, ja, endlich Kapitel 1 durch hatten, spielen wir jetzt Kapitel 2 weiter, weil wir es machen. Mein Gott, ich habe den Punkte verloren. Sie bringt schon Aufnahme 2, da ist die hier einfach mal gerade stehen geblieben. Sag mal. Ja, sie respawnen auch hier. Schön. Natürlich nicht schön, aber... Schön. Echt. Schön. Was? Ja. Schön, wir haben das gerade ohne den Flutterfall überlebt. Ach, da hinten steht einer. So, weiter geht's. Wir sind immer noch im ersten Abschnitt. Könnt ihr euch denn nicht wieder gegenseitig erstmal abnutzen? Schön. Ja. Schön, dass wir nur diese eine Waffe haben. So, dann machen wir euch alle schön. Und dann euch. Wir können jetzt da diesen Schalter drücken. Du bist eigentlich irgendwas passiert. Ja. Es passiert doch tatsächlich doch was. Nämlich, dass hier die rote Karte erscheint und... wie wir alles können. Ich glaube, wir sind hier komplett falsch. Jetzt habe ich noch in den Teleporter einfach rein müssen. So, wie ihr seht, ganz viele böse Gegner. Dann nehmen wir vielleicht doch erstmal die Tür. So. Und dann machen wir... denn nicht mehr zurück? Was ist das denn für eine unfaire Sache? Geht alle weg. Alle. Allesamt. Wir brauchen blauen Schlüssel. Blauen Schlüssel weiter. Das war vielleicht nicht die beste Idee, da reinzugehen, aber hey.
Das musste ja jetzt wissen. Das ist dumm, dass da so viele sind. Wir müssen sie alle töten. So, jetzt reicht doch immer wieder rein. So, weg, weg, weg. Verdammt. Ach, das. Das muss dann eine kommende andere Möglichkeit geben. Ach, du bist schon wieder. Ach, das ist dumm mit dem Teleporter da. Ja, genau. Wieso sind da auch so viele? Das verstehe ich nicht, wieso da so viele sind. Doofer Teleporter. Da ist eine gute Tür. Vielleicht sollten wir durch die gehen. Habe ich ihn getötet? Scheiße. Stimmt, der ist tot. Haha. Der Teleporter regt mich langsam auf. Ich hab fast keine Munition, ich hab keine Kampfgun. Ja. Gut, da müssen wir nicht rein, das ist gut zu wissen. Gut, das kann man so speichern, das sieht ganz gut aus. Weißt du was? Lass mich... Nein, natürlich nicht. Wie komme ich auf das schmale Brett, dass das so einfach geht? Wird?
Yeah. Ich glaube, das starte ich vielleicht dort nochmal. So, schon besser. Viel besser, sag ich ja. So. Da und da. Der Level, den ich nicht mag. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Sag mal, das ist hier ja jetzt. Wow, nicht euer Ernst. Gelbe Tür. Uah. Ich geh da lang. Ah, Totenschädel. Für seine Waffen zu haben. Besser. So, weil man das vermutlich mit viel weniger Lebenspunkten versagen und schaffen kann. Nein, stopp. Man ist nicht. Thank you.
Da oben ist der Ausgang, ich habe ihn gesehen. Ja, bringt mir gerade überhaupt nichts. War. Wo kommt die denn alle her? Ja. Lief doch schon mal ganz gut. Da habt ihr euch alle versteckt. Ich erinnere mich an dieses wunderschöne Level. Immer mehr und mehr. Und es ist wunderschön. Wunderschön. Scheiße. Wieso ausgerechnet hier und jetzt? Seht ihr? Gemeint, oder? Falscher Speicherstand, das war nämlich der da. Aha. Das lassen wir dann vielleicht noch aus. Da müssen wir nicht lang, dann können wir ja mal hier. Da ist der Ausgang. Schön, schaffen wir nur die Spur. Ich mag das Level nicht, ich mag das Level nicht. Ah, was war denn das? Gut, jetzt gehen wir ganz vorsichtig hier weiter.
Okay, wir gehen einfach weiter. Da sind wir hier. Okay. Ihr seid nicht so lange zu früh, sorry. Oh, das war nicht so intelligent von mir, aber hey, hey. Hier kommen wir. Oh, scheiße. Das sind die Dinger. Gut, wir wissen schon mal, wo wir hin müssen. Wir müssen hier rein. Verdammt. Hier ist diese Stelle Hass. Oh, danke, dass ihr euren Freund für mich getötet habt. Ich wäre zwar nicht nötig gewesen, aber trotzdem danke. Da ist die blaue Karte. Ich weiß gerade noch nicht, was ich hier tue, aber... Wir haben noch 25 Lebenspunkte. Das heißt, wir können da speichern. Jetzt haben wir die rote. Wie die gebraucht haben. Unsere Munition nennt sich nämlich auch langsam Ende. Lennen! War schon immer die beste Methode. Außer da. Okay. Hätte es mich gar nicht treffen können, hätte es mich gar nicht treffen können, gar nicht treffen können. So, auch nicht. Double Kill! Monster Kill, Vierfach Kill, Scheiße. Wir müssen jetzt ganz scharf überlegen, wo wir mit der hin können. Vielleicht indem wir einfach wieder hier reingehen. Einfach die ganze Mix suchen. Nee, dann müssen wir ja dadurch. Such nicht so. Klasse. Verdammt. Sind einfach zu viele Feuerbälle. Nein, hab ich gesagt. Treff mich ja nicht. Das ist ja fast wie Superball auf Sat 1, nur halt mit viel mehr Gegnern, die entgegenkommen. Uah, das war jetzt noch unausweichlich. Ja, was soll ich da zusammen? Wir spielen einfach uns mit. Genau, da kommt einfach ein Gegner. Ach, die sind auch wieder da. Schön. Oh, da geht's hier rein. Seit wann geht's da rein? Ja, wo ich lang gehe, ich sterbe. So. Jetzt macht ihr euch auf was gefasst. Däh, 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 däh.
da trifft mich natürlich doch noch einer. War! Wieso sind denn solche Tunnel immer offen? Gut, ich glaube, dafür lohnt sich das eindeutig nicht, da reinzugehen. Natürlich tötet mich dann nicht der Gegner, sondern diese doofe Wand. Da. Böse Wand. Böse. Da ist gute Tür. Mit Gegner hinter. Natürlich. Aber wir wissen jetzt, wo die böse Tür ist. Die rote Tür. Dann triss nur eine böse Wand. Lalalala, es hat keiner gesehen. Lalalala. Links, rechts, geradeaus. Wieder da! Nicht weiter. Da ist der Schalter, um den Ausgang zu betätigen. Okay, und jetzt rennen. Vielleicht auch nicht. Jetzt rennen und schießen und rein nach. Endlich. Ja, genau. Stellt mal gleich am Anfang ein paar Gegner an, die uns dann. Ihr seid doch krank, Leute, manchmal. Schön. Hä? Das waren jetzt eben weniger Lebenspunkte als gerade eben. Das will ich nochmal. Jetzt waren es noch weniger. Er schießt eins auf mich. Okay. Ach, ist da was eigentlich. Lal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 a. Da weiß man gerade nicht, wo man näher rein will. Hier oder lieber doch geradeaus? Wir probieren es nochmal. Ich brauche diese Lebenspunkte. Okay, nochmal laden. Nochmal laden. Ja, schön. Ey, irgendwas trifft mich immer. Entweder die danach oder... Oder der Schuss von den Gegnern, der da einfach mal... Ich weiß nicht, was ich mache. So. Ja, da haben wir's. So, jetzt können wir nämlich einfach...
speichern einfach mal. Wenn wir... Folgen die mir etwa? Scheint so. Nein. Das war ein Müll. Das ist gut. Das ist nicht cool. Gar nicht cool. Das ist noch weniger cool. Das ist recht nicht. Ich denke, ich bin unsichtbar. Ich hab mich dagegen. Seht ihr, was ich meinte mit der Boss kommt nochmal hier? Ach, das ist der Raum, der ist lustig. Wir haben den Weg gefunden, glaube ich. Das heißt, wir gehen hier mal, rennen bis vorne durch. Wir hoffen einfach, dass wir so wenig Leben wie möglich verlieren. Was hat der mich gerade abgesucht? Thank you.
da nochmal. Ach du Schreck! Das ist der Raum. Der Raum der ewigen Qualen. Wir sind persönlich noch bei der Sache. Scheiße. Das, weil man da so wenig drin sieht. Ach man. Und wenn man den Weg irgendwie rausfindet, ohne einen Gegner zu töten, ist das natürlich viel besser. Aber anscheinend ist man dann auch mal eine Neigung erst. So hier. Ja. So, einen muss ich auf jeden Fall abknallen. Hä? Der ist unsichtbarer. Sagt mir das nicht. So, ihr tötet euch gegenseitig. Das ist schon. Und dann kann ich mich schieben. Kommst du denn her? Ach, da. Schön. Hallo, Gegner. Jetzt wird kompliziert. Wie? Der sieht man mit Einschüssen 21. So, da bin ich hier, nachdem man wieder Spekratomia meinte. Haha, leck mich am Arsch. Ich probiere das jetzt. Ich will da hinten rein, ich will das Ding und dann will ich ihn ganz schnell wieder raus. Gut. Diesmal hat es geklappt. Nehmen wir hier noch mal mit. Falsche Speicherland. Nehmen wir von nichts mehr mit und laufen direkt jetzt. Schön. Boah, jetzt hänge ich ganz in einer doofen Wand fest, das gibt's doch nicht. Der ist Killer jedes Spiel, das eine Wand. Da ist der Ausgang, da ist der Ausgang, da ist der Ausgang und jetzt schnell rein, da rein, 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 rein. So.
Wow, wir sind schon in Stufe 4. Da ist ein Teleporter. Ein Teleporter. Och nein. Habt ihr euch jetzt gegenseitig gekühlt? Cool ist auch. Ein Schalter. Den könnten wir drücken, um hochzukommen. Ach, das war das Level. Nein, wir hoch, geh wir hoch. So, mal gucken, das ist ein großes Level. Hier. Oh nein, nein. Mir fällt hier einiges das rein. Nein. Das Level. Okay, wie ging das? Wie ging das? Wie ging das? Ich glaube, zuerst musste man hier lang. Wenn man die ganzen Feuerbälle irgendwie war von hinten. Dann konnte man hier rein. Das war der böse Raum mit der Falle. Okay, hier kommt man nämlich nicht mehr raus. Dann gehen wir mal hier lang. Gut, da gehen wir nicht rein, weil das ist ein Raum, der mir nie gefallen hat. Ich muss jetzt gerade mal scharf überlegen, wie es hier weitergeht. Seht ihr, wenn der alleine ist, ist der eigentlich ganz einfach. Deswegen tötet er mich auch. So, da ist eine Tür, hier kommen wir auch lang, hier ist eine blaue Tür und ganz viele Gegner hier. Dafür, dass wir gerade einen Pack voller Munition aufgesammelt haben, haben wir ganz schön wenig. Gut, wir müssen da durch diese Tür. Irgendwie. Sterbst du mal bitte? Stirb. Danke. Wir haben ja auch so viel Munition, dass wir das so schaffen können. Hier haben wir nämlich die Klauenkarte. So. Mit dem bisschen Munition, was wir jetzt noch haben, probieren wir das Level irgendwie zu beenden. Okay. Rennen! Was? Der war früher nicht hier. Ja. Schnell da rein. Und schnell weiter. Lass den einfach da stehen. Aber die Munition eh nicht reichen, um ihn zu töten. So, ist das Blut oder ist das? Das will ich jetzt mal testen. Ja. Hier konnte man ursprünglich hoch. Nur da oben ist nicht wirklich was. Das war
So, und wenn wir das geöffnet haben, gehen die anderen Türen auch alle auf. So, und jetzt zeige ich euch, was ich damit meinte, dass aus den anderen Türen jetzt Gegner rauskommen, ja. Da seht ihr die Lebenspunkte. Jetzt gehen wir kurz dahinter und zack, kommt sowas daraus. Ist natürlich nicht so pralle, wie ich finde, dass sowas daraus kommt, aber hey. Kann auch hier rein. Und dann findet man dahinter in Zweifel den Tod, genau. Oh, da war noch einer. Verdammt. Solange die Türen da unten zu sind, ist das ja alles human. La 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 la. Verdammt, diesmal hat es nicht so geklappt, wie ich es gehofft habe. So, jetzt speichern wir nochmal. Und wir lassen einfach die andere Tür dazu. Kann man die eigentlich manuell öffnen? Ich glaube nicht. Nein, kann man nicht. So, wir wissen, was hier oben auf uns wartet. Schneller hoch, schneller hoch, schneller hoch, schneller hoch, schneller hoch. Ich weiß, dass hier irgendwo noch Gegner kamen. Dachte ich zumindest immer. Ja. Zack. Irgendwo hier kommen Gegner. Gut, ich habe keine Ahnung, wo wir dann hin müssen, aber wir haben hier den falschen Speicherstand, aber... Was? Nein. Wenn ihr da rumhängt.
verdammt, ich schicke dann davor fest, das ist dumm. Dauert zu lange, bis ich die Dame tot habe, also. Muss das Sven schon mit der hier machen. Da müssen wir rein. Gott, wir haben fast keine Munition mehr. Da ist der Ausgang. Ah, stimmt, Schalter hätte ich noch irgendwo drücken müssen. Dumm. Wo war denn jetzt der Schalter dafür? Nee, das war er auch nicht. Ach stimmt, das war ja ganz einfach. Tada! Rücke um. Und schnell wieder rein. Und nächstes Level abgeschlossen. Das heißt, wir können endlich weiter, denn wir haben eh keine Munition mehr. Ah, jetzt haben wir wieder welche. Ich glaube, das war auch ein ganz dummes Level. Das dumme Level oder das mittlere? Es war auf jeden Fall eins mit vier Gegnern. Gut, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Bis dahin, Leute.